John Galliano im Blitzlichtgewitter, aber diesmal nicht auf dem Laufsteg. Das Pariser Haus Christian Dior hat den weltberühmten britischen Modemacher nach 15 Jahren gefeuert, wegen angeblich judenfeindlicher Äußerungen. 5 Stunden lang wurde Galliano deswegen auf diesem Kommissariat in Paris verhört. Ein gleichzeitig im Internet verbreitetes Video hat zu seinem Sturz beigetragen. Darin sagt ein sichtbar angeheiterter Galliano unter anderem, er bewundere Hitler. Besonders abscheulich, befindet Dior. Galliano muss nun gehen. Nach 15 Jahren, in denen er seinen Stil durchgesetzt und Dior auf den Kopf gestellt hat. In der Modewelt will niemand den Fall kommentieren. Aber Natalie Portman zeigt sich angewidert. Die Oscar-Gewinnerin ist Dior Aushängeschild. Dior Stammkunden finden den Rausschmiss des einstigen Wunderkindes Galliano gerechtfertigt. Dior steht in der ganzen Welt für Frankreich. Und nein, zum Rassismus zu sagen, ist eine sehr gute Entscheidung. Er war ein Vorreiter in vielen Bereichen, aber dennoch muss man sich an gewisse ethische Standards halten. Talent ist keine Entschuldigung. Der Schock, den diese Affäre ausgelöst hat, wird so schnell nicht verfliegen. An dem für Freitag geplanten Dior-Defilé wollen die Veranstalter offenbar dennoch festhalten.